wohin die Wege uns auch führen. Unsere Natur verbindet uns und lässt uns erkennen, was im Leben wirklich zählt. Und das ist gut, besser, Gösser. Um das Wertvollste zu bewahren, nachhaltig gebraut. In der Unterliga Nord A geht es an diesem Sonntagvormittag in die fünfte Spielrunde und da gibt es ein tolles Derby. Der SV Stans trifft da auf St. Barbara und wenn Stans heute gewinnt, dann können sie auf Tabellenführer Trieben punktemäßig aufschließen. Wird sicher eine spannende Partie und die Partie, die schauen wir uns gemeinsam an. 400 Fußballfans sind im Teichstadion in der Stans beim Derby SV Stans gegen St. Barbara mit dabei. Der Rasen heute in einem super Zustand und alle erwarten ein tolles Match heute. Den Matchball den sponsert Claudia Dissauer und der Spielleiter Junay Binak. Los geht's! Stans spielt in Schwarz, St. Barbara in Gelb. Marc Wölfler, St. Barbara, der Spielmacher, holt sich da den gelben Karton. St. Barbara da mit einem schnellen Konter, aber rausholen kann man da nichts. St. Barbara da mit einem tollen Spielzug, das geht schnell und das ergibt das 0:1 für St. Barbara. Kalte Dusche für die Stanzer in Minute 7. So hat man sich das nicht vorgestellt. Hirschler hat den Treffer erzielt. Und St. Barbara heute natürlich stark drauf. Hassan Muhammad hat da getroffen zum 2:0 für St. Barbara in Minute 9. St. Barbara hat den Hebel in der Hand und wie, und das schaut gut aus, aber nicht gut für die Stanzer. Und bei diesem Zusammenstoß ist zum Glück nichts passiert. Die Fußballer sind ja hart im Nehmen. Und St. Barbara so richtig in Torlaune heute, legt danach zum 3:0. Der Treffer da von der billigen Sorte, natürlich haltbar. Unger hat er getroffen in Minute 22. Und diese Trinkpause tut natürlich gut. Der Abseitspfiff da grenzwertig, aber wahrscheinlich richtig. Stans versucht da an den Ball zu kommen, an diesen langen Ball, kommt nicht dran. Ja, und dann gibt es doch noch einen Stanztreffer kurz vor der Pause und der Spielstand 1:3 in Minute 40. Aber St. Barbara antwortet, wie man antworten muss und macht da das 4:1. Mohamed Hassan, der Torschütze. Und die Leskovsek-Truppe natürlich ganz stark heute. Ja.
Stanz kommt da noch ran, hat da drei Versuche gebraucht. Und mit Bodnator macht man das 2:4 und das 2:4 ist der Pausenstand. Wusstest du, dass Hunde nicht lesen können? Okay, das kann man sich ja fast denken. Aber wusstest du, dass die Stadtwerke Kapfenberg GmbH eine der günstigsten Tankstellen in der Region betreibt? Falls nein, jetzt weißt du's. Lust auf einen Treibstoffgutschein der Stadtwerke Kapfenberg? Natürlich. Ja, und ich habe eine zugeschnittene Frage auf die. Stanz hat einmal im Fußball eine ganz gute Zeit gehabt. Erzähl ein bisschen was. Ja, Stanz hat wie jeder Verein, kleiner Verein, immer auf und ab. 61 gegründet, 69, 70 Meister Nordost, zweite Klasse Nordost, dann Aufstieg in die erste Klasse Mürztal, auch sofort Meister geworden und in weiterer Folge aufgestiegen in die damalige unterliga Mitte, das war steiermarkweit die zweithöchste Spielklasse. Und da haben wir wirklich tolle Erfolge gehabt, wo ich auch sagen muss, eine gute Mannschaft und vor allem einen ganz guten Dormer. Ich glaube, das warst du, Peter, gell? Peter hat uns damals auch beehrt, wirklich mit guten Leistungen. Und dann ist halt so reformmäßig, sind wir angestiegen worden, Gebietsliga. Dann haben wir lang gebraucht, wieder bis 1985, wie wir damals die zweite gute, ganz gute Mannschaft gehabt haben. Das ist auch unseren Vereinsmodus geschuldet. Wir geben kein Geld aus, was wir nicht haben. Danke, du hast uns einen guten Aufschluss gegeben. Damit gewinnst du den Treibstoffgutschein der Stadtwerke Kapfenberg. Gratulation. Dankeschön. Auf geht's in die zweite Spielhälfte. Baller Stanz löst sich da gut. Da hätten wir einen Pfiff erwartet. Ja, und der Tafi im Gästetor ist ein moderner Turner. Uwe Leskowsek, der St. Barbara Trainer, scheinbar zufrieden heute. Da mal eine gute Stanzaktion, ein Lebenszeichen, war nicht so schlecht. Und natürlich ein Leistungsträger der Gäste. Stanz bemüht sich zwar, steckt nicht drauf, aber das Match, das ist verloren. Ja, und St. Barbara wollte da was. Schiri Cina ist gut drauf heute, macht seine Sache sehr gut. Ja, und der Duffy hält da den Ball und die Punkte fest. Und das war's auch schon. St. Barbara gewinnt da im Deichstadion in der Stanz mit 4:2. Das bringt den zweiten Tabellenplatz in der Tabelle. Und Stanz rutscht auf Platz 6 zurück. Stimmen zum Spiel? Uwe, Herr Schöner, Tag heute für die 4:2 da in der Stanz hast du gewonnen. Das ist natürlich super. Ja, da freuen wir uns sehr. Wir haben schon lange gewartet auf einen Sieg in der Stanz und heute ist uns endlich gelungen, Gott sei Dank. Was habt ihr besser gemacht wie die Stanzer? Ja, wir haben gleich in der Anfangsphase in den ersten 10 Minuten 2 Tore gemacht. Das hat uns sehr gut in die Karten gespielt und ich glaube, dass das auch dann der Schlüssel zum Erfolg war. Und das Defensivverhalten war super heute? Ja, trotz dass wir heute 2 Tore bekommen,
Wir haben gewusst, es kommen viele hohe Bälle, Standardsituationen, Stands immer gefährlich. Ich muss auch, möchte es auch nur zu Stands ein Lob aussprechen. Die haben auch bei 4-1 nie aufgegeben und sind immer gefährlich geblieben. Aber die Mannschaft hat gut dagegen gehalten und wir sind froh, dass wir es umgebracht haben. Liebäugelt hier mit dem Meistertitel? Na, vom Meistertitel spreche ich noch viel zu früh, aber das darf man nicht. Nein. Was sagt der Burger Benjamin zu dieser Stands-Niederlage? Ja, wir haben leider die erste Halbzeit verschlafen. Zweite Halbzeit kann ich die Burschen gar nichts vorwerfen. Wir haben alles nochmal probiert, nochmal alles reingehaut. Ja, wie gesagt, Obeidl, nächste Woche ist wieder ein Dreier drin. Es tut natürlich weh, viel Zuschauer und dann so eine Niederlage. Ja, ist halt einmal so, gell? Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Es ist nur schade für den Verein, sie haben da so ein Riesenfest jetzt mit dem Kuhfladen-Bingo auf die Beine gestellt. Da hauen sie alle ein und wir wollten einfach was zurückgeben. Heute mal, heute nicht. Das nächste Mal stehen wir wieder zu. Aber es wird wieder besser. Bestimmt. Danke. Bitte.